Entdecker der Drachenhöhlenzeichnung auf Muna, Lahada, ist verstorben. Ihm zu Ehren und um die Kultur der Drachen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, sind hier einige Originalaufnahmen zu sehen. Der 75-jährige Wächter der Liangkaburi-Höhle namens Lahada erzählt die Geschichte der Vorfahren der Munanesen. Diese dachten, dass die Sonne sie am Leben halte und dementsprechend hatten sie Angst vor der Nacht. Ein Teil, geführt von Larananku, lebte auf Bäumen. Der andere Teil lebte in Höhlen, geführt von Lapasina Ea Eno. Dieser bekam die Anweisung von Gott, den einzigen Sohn zu opfern und gevierteilt in den verschiedenen Teilen des Urwalds zu begraben. 40 Tage später entdeckte er mit seiner Frau Wanti Wose, dass an diesem Ort im Urwald eine Pflanze wuchs. Dieser wilde Kassava-Strauch, Kolope genannt, wurde von ihnen für die Wiedergeburt ihres Sohnes gehalten. In einer Trockenzeit sah Lapasina Ea Eno Kassava-Blätter herumfliegen, die hoch in den Himmel aufstiegen und ihm scheinbar den Weg zeigten, die Sonne zu erreichen. So wurde er dazu gebracht, einen wirklich simplen Drachen zu bauen, gemacht aus getrockneten Kassava-Blättern, Bambusstäben und Ananasfasern als Leine. Die Menschen glaubten, dass der Drachen sie mit der Sonne verbindet. Heute kennt man diesen Drachen als Kagati. Island of the First Kiteman heißt die von Kite and Friends Autor Wolfgang Bieck in einem Buch zusammengefasste Fotodokumentation über die Höhlenzeichnungen, die Herstellung des Kagati-Drachens sowie Land, Leute und Legenden. Es ist direkt über ihn erhältlich.